Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und nach der völlig gestörten, überteuerten Prism Hobbybox bin ich zurück mit den ersten beiden Retail-Produkten, die ich auf dem Kanal hier rippen werde. Und zwar eine Hängerbox und eine Blasterbox. Beide auch natürlich gestört teuer, so wie es halt einfach ist. Hab's natürlich auch nur auf dem Secondary Market kaufen können, weil ich kenne jemanden in den USA, der für sich für mich beim Target irgendwie die Nacht in die Schlange stellt und dann da mittlerweile nur noch ein Produkt abgreifen kann pro Customer. Und ja, so muss man halt die Secondary-Marktpreise bezahlen. Die sind jetzt auch ein bisschen runtergegangen in den letzten Wochen. Nicht mehr so krass wie am Anfang natürlich. Und dann habe ich auch zugeschlagen. In der Hängerbox können vier Orange Eyes Prisms drin sein. Sehen mega geil aus natürlich. Außerdem die Rookie Variations, die müssten, ich weiß nicht, ob die, nee, die sind nicht schwarz-weiß über Optik, sondern die haben ein anderes Motiv. Ich hoffe, dass ich die erkenne. Es können Autos oder Mems drin sein, aber nicht garantiert. Wäre jetzt schon ein krasser Zufall. 20 Karten sind drin. In den Blasterboxen, ein Autogramm oder eine Memcard. Eher eine Memcard, sonst müsste man schon ein bisschen Lack haben, aber mal gucken. Eine Silver Prism ist mit drin. Nee, das geht ums Autogramm. Silver Prisms können natürlich mehrere drin sein. Blaster Exclusives sind Green Pulsar und Purple Wave Prisms. Ich zeige euch nochmal die Seite bzw. die Rückseite auf der Hängerbox. Könnt ihr euch ja mal angucken, was da noch so alles Schickes drin sein kann. Genau, und wir fangen einfach an. Ich würde sagen, mit der Blasterbox. Auch jetzt habe ich mein Messer wieder nicht bereitgelegt, wie im letzten Video oder je nachdem wie. Ich hol's mal kurz. So, da haben wir es doch. Ja, richtig amateurhaft sonst hier. So. Ja, Prism bisher nicht so mein Favorit, sei es was Football angeht, als auch was Basketball angeht in dieser Saison. Mal gucken, ob mich, ja, Sicherheitssticker war auch noch drin. Mal gucken, ob mich Prism Basketball Retail jetzt ein bisschen mehr noch überzeugen kann als Football. Aber ich bin da noch sehr reserviert. Fangen wir an. Das Päckchen. Vier Karten pro Päckchen. Geht los mit Marvin Bagley. Gefolgt von Serge Ibaka. Und unser erstes Green. Dominance, Steph Curry, nice, cooles Insert, guter Spieler. Und letzte Karte, Eric Pascal. Ja, den Steph Curry können wir auf jeden Fall mal in den Sleeve packen, genau. Weiter geht's. Das habe ich auch schon mal besser hingekriegt hier mit den Päckchen öffnen. Tony Snell. Michael Bridges. Unser nächstes Green ist ein Rookie. Rot. Die Heat vielleicht. Cassius Winston für die Wizards. Und John Collins. Ja, also habe ich schon echt fiese Blaster auch gesehen, die ausgepackt wurden, wo irgendwie gar kein Colored Rookie drin war. Oh, das ist ein Six Sleeve. Da bin ich hier auf der falschen Seite. So, hier sind die normalen. Es scheint ein bisschen dickeres Päckchen zu sein hier. Könnte die Memcard sein. Ja, es ist eine Memcard. Maxi Kleber. Mal gucken, wen wir bekommen haben hier. Oh mein Gott. Es ist LeBron. Scheiße, nice. Oh Gott, es ist LeBron, Alter. Und es ist Game One. Guaranteed Game One, Alter. LeBron, nice. Sehr, sehr nice. Wow. Sensational. Super. Und wie ihr gehört habt, ich habe Six Leaf vorbereitet. Ja, das ist auf jeden Fall doch nice hier. Gucken, ob ich auch einen Toploader habe. Der müsste passen. Ja, geil. Ich habe mal tatsächlich mittlerweile jetzt über die Wochen. Bin ich doch ein bisschen davon abgerückt, kein besonders großer Fan von den Patchkarten zu sein. Mittlerweile geht's. Ich habe mich ein bisschen wieder eingekriegt. So eine Karte nehme ich echt gerne mit. Saugeil. Malachi Flynn, Emergent und George Hill war die letzte Karte.
Mann, LeBron. Game One, Player One ist natürlich sehr, sehr fresh. Und es geht weiter. Jared Allen und wir haben einen Silver direkt danach. Nein, es ist eine Rookie-Karte. Es ist Tyrese Halliburton, den seht ihr hinten rechts auch schon. Das ist doch mega nice. Gucken, was auf dem Silver ist. Kein Rookie, aber John Wall, okay. Und Doug McDermott. Mal sehen. Die Silver auf jeden Fall auch mal einen Sleeve und den zweiten Tyrese Halliburton. Da haben echt alle Rookie-Karten bei Prism irgendwie ein Centering-Problem dieses Jahr. Das ist echt nix. So. Schön, schön. Zwei Päckchen noch. 24 Karten sind in jeder Blasterbox. Ein paar mehr also als in einem Hänger. Malik Beasley, Jabari Parker und Ja Morant Dominance. Okay. Das scheint der LeBron Blaster zu sein. Wow. Nice, nice, nice. Die hatte ich schon in der Hobbybox. Wow. Auch hier mega off-centered, wenn ihr euch das anseht, hier oben richtig dick, unten richtig dünn. Schon überlegt, ob ich die bei Panini irgendwie mal einschicke, dass die mal Ersatz beschaffen sollen, aber scheinbar sind die fast alle so in dem Style. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Trotzdem eine coole Karte. Ich denke, dass ich eine von denen auf jeden Fall abgeben werde. Sage ich euch dann Bescheid. Mal gucken. Der Kobe Tribute Dunk. War auf jeden Fall eine LeBron Blaster. Nice, ey. Furkan Korkmaz. Und der Rookie Jaden McDaniels. Und wir haben eine Purple Wave drinne. Die Andre Hunter. Und die letzte Karte für die Blaster Box ist Alex Caruso. Ja, also ich denke, man kann auf jeden Fall schlechtere Blaster Boxen bekommen. Das war schon ganz nice, muss ich sagen. Ich warte mit dem Recap bis zum. Obwohl, nee, ich mache einfach schnell. Schon mal den Blaster Recap. Die Andre Hunter Purple Wave. Paar Rookies. John Wall Silver. Malachi Flynn. Cassius Winston auf dem Green Rookie. Und Dominant Steph Curry Green. Genau. Und die Highlights: LeBron. Kobe Tribute Dunk. Tyrese Halliburton Base. Und LeBron. Sensational Patch Card. Ab zur Hängerbox. Wie gesagt, hier die Orange Ice Prisms und eine Rookie Variation. Gucken, was wir hier bekommen. Geht los mit Nikola Vucevic. Bisschen was auseinandergekickt hier. Ja, die Oranges sind auf jeden Fall dabei. Nikola, Donovan Mitchell, Cam Reddish, Juan Hernan Gomez, Torin Prince, Nerlens Noel, so, und. Ah, okay. Ah, ich wollte schon sagen, es ist ein Auto drin hier. Aber es ist, hier steht sogar, hier ist die Variation, und es ist die Variation von Jada Smith, der. Hat er schon gespielt diese Saison? Also ich bin mir nicht sicher. Dahinter ein Silver Prism, kein Rookie, Paul George. So, die Variation von Jaden Smith. Silver Paul George. Gefolgt von einem Green George Hill. Das passt ja auf jeden Fall, Team Color. Instant Impact, Patrick Williams für die Bulls. Und die Emergent Tyrese Halliburton. Also auf jeden Fall haben wir jetzt schon in der Hängerbox schon mehr Rookies gehabt als in dem gesamten in der gesamten Blasterbox. Kawhi Leonard, Dominance. Unser erstes Orange Cracked Ice. Ich überlege, ob ich die Karten dahinter zuerst mache. Ich glaube, das mache ich. Langston Galloway. Rookie-Karte Tyler Bay, jetzt war ich ganz schön schnell hier.
Kawhi, Mr. Fun Guy. Und die letzte, auch ein Rookie nochmal, Udoka Azubuki. Also hier waren auf jeden Fall richtig ordentlich Rookies drin. Hoffen wir mal, dass bei dem Orange Cracked Ice auch ein paar Rookies dabei sind, aber ich. Na, wir gucken, wir gucken. Es geht los mit Michael Porter Jr. Die nächste. Jordan Poole. Die Warriors. Nummer 3. Auch kein Rookie. DeMar Carroll. Und dann schauen wir mal, ob die letzte einen Rookie für uns bereithält. Na, auch hier nicht. Und es ist Brook Lopez. So, haben wir hier auch einen kurzen Recap. Die Orange Cracked Ice, nichts, ein paar Bets, Jordan Poole, ganz nice. Ansonsten ziemlich viele Rookies. Udoka, Tyler Bay, hätte ich auch mal ein bisschen was sleeven können hier. Tyler, Patrick Williams, George Hill, Paul George, Jalen Smith, die Variation. Ja, tatsächlich kein richtiges Highlight jetzt in der Hängerbox. Dafür die drei Highlights hier in aus dem Blaster. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat euch nochmal ein bisschen einen Einblick gegeben in Prism. Ich hoffe, dass ich auch, also ein Cello-Pack oder beziehungsweise auch es ist ein Cello-Pack bei Prism, werde ich auf jeden Fall bekommen. Ob ich eine Megabox an den Start kriege, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich versuche es natürlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da wie immer, kommentiert, was der Teufel hält, abonniert den Channel, betätigt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst, schaut auf Instagram vorbei. Genau, geht mal auf die Webseite rickmanrips.de und schaut mal, was es da so Neues gibt. Ja, das war's. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Rickman Rips.